Das kommt ja immer mehr in Mode, wenngleich spätestens seit der Q-Suite verschließbaren Suiten in Business Class salonfähig geworden sind. Und genauso eine mit einer ausfahrbaren Wand verschließbaren Minikabine hat China Eastern übrigens identisch von der zum Konzern gehörigen Shanghai Airlines. Aber schon beim Betreten der Kabine könnt ihr sehen, die Flugbegleiter haben einen guten Blick in die Suite, wenn ich schon mit der Kamera so von oben schwenken kann. Der Bildschirm ist wie fast üblich als Touchscreen ausgeführt oder über diesen herausnehmbaren Controller. Unterhalb sind die Steuertasten, angefangen mit der Verdunklung der Fenster mit zwei Jalousien für ein bisschen Licht und ganz dunkel. Alternativ kann ich diese auch am großen Monitor individuell in verschiedene Zwischenpositionen fahren. Weiter geht es mit dem Ambientenlicht und alle Lichter aus zum Schlafen, vordefinierte Sitzpositionen und manuelle Regelung. Das Leselicht hat auch eine eigene Taste. Etwas tiefer nochmal Schalter für den Sitz, Licht und um die Crew zu rufen. Ein Ablagefach mit Spiegel gibt es auch und sitze ich in der Mitte und will den Nachbarn nicht sehen, gibt es eine ausfahrbare Trennwand. Auf Reiseflughöhe können die Suiten dann verschlossen werden, der Tisch kommt als Ganzes heraus und kann wie üblich vor- und zurückgeschoben werden. Hochauflösende Kameras an drei Positionen sind verbaut, sozusagen als Ersatz, wenn man in der Mitte sitzt oder Spaß dran hat, das zu beobachten.